großer Anklang zu diesem, ja, zu diesem Thema 100 Jahre Österreich. Ich versuche ein bisschen was zu strukturieren. Schau, 100 Jahre, es sind schon Anwicklungen in den Film vorhin. 1:4. Ein Fünftel Erste Republik, 4/5 Zweite Republik inklusive des 7. Jahre NS. Ja. Also wenn man das so aufteilt, ist das ungefähr 1:4 oder 1:3,5. Daher hat der Schüler noch völlig recht, oder was eine Schülerin völlig richtig gesagt, für mich beginnt es eigentlich erst 1945. Wir in Österreich tun uns ja immer noch sehr verheddern in der Frage 33, 34, Kanzlerdiktatur, Austrofaschismus, Suspendzeit, da kommt ja noch keiner mehr, oder Ständestaat und was weiß ich was alles. Ja. Für die jungen Leute ist das nicht mehr das große Thema. Und wir beim Haus der Geschichte in St. Pölten haben das auch eigentlich sehr gut hingekriegt und es gibt da keine Diskussion eigentlich mehr. Du musst da drüber gehen. Sonst verhältst du dich laufend in diesen Fragen und du kommst eigentlich nicht zu den Themen, die uns heute, die jungen Leute heute besonders bewegen. Und darum geht es in der Geschichte. Wir brauchen nicht erzählen die Geschichte, wie es gewesen ist vor 90 Jahren. Wissen Sie, was das ist? Für so einen jungen Menschen dasselbe wie wenn man mir erzählt hätte, Königgrätz oder der deutsch-französische Krieg. Na, lustig, aber hat mich nicht berührt. Ganz dasselbe ist es auch diesmal. Wenn man also von früh, außer du schaffst es aber schwer, gewisse Grundmuster und Denkmuster in die Jetztzeit zu transponieren, beziehungsweise zu schauen, wie man darauf reagiert hätte und was man vielleicht gemacht hat. Also das kommt da im Film sehr schön außer. Ich glaube, das ist wichtig. So, meine Damen und Herren, also 1:4, sagen wir es gerade. Vier Staaten. In dieser Zeit. Republik Deutsch-Österreich, Republik Österreich, Bundesstaat Österreich, dann ist die NS-Zeit, da haben wir nicht existiert, als Staat, und dann Republik Österreich. Das heißt, es muss schon klar sein, dass wir von vier Staaten sprechen in dieser Zeit, staatsrechtlich, verfassungsrechtlich. Ja? Nein, das sage ich jetzt nicht, das sage ich vielleicht später. Diese vier Staaten haben nicht immer die gleichen Grenzen. Die Republik Deutsch-Österreich schaut ja anders aus, zumindest nach dem Gesetz von Jänner 1919, als wir es so gemeinigt meinen. Wir haben damals im Jänner 1919 vom Parlament dekretiert, den Staat ungefähr mit 9,5 Millionen Einwohnern. Das ist das heutige Österreich, ohne das Burgenland, aber mit Südtirol, mit den drei Kärntner Gebieten, Kanal, drüber, Kanale bis von Tafel, Pontella, Seeland, Jesersko, Mies, Mesisch-Karolina, dort wurde zum Beispiel die Schienenläuferin Maase errichtet. War ja bei Kärnten, bei Herzog. Dann die ganze Untersteiermark bis vor die Tore von Sarger-Agram, also bis zur Save, die steirische Landeshöhle ist immer noch, von Dachstein an bis zum Bett der Saaf, bis zur Save, bis heute ist das die Hülle. Dann, haben wir schon gesagt, ohne Burgenland, mit den südmährischen Gebieten, ist ja auch der Karl Renner von dort, und der Tannenwitz und so weiter, auch der Kardinal, ja, alles Südlehrer, beziehungsweise Südböhmen oder dort, also dieses Grenzgebiet sind einige. Und dann das ganze Sudetenland. Das heißt, das Land schaut ungefähr so aus, so wie heute Österreich, ohne das Burgenland und im Süden ein bisschen was dazu. Und dann diese hohe Sichel hinauf. 900 Millionen Einwohner. Das ist das Gebiet, das wir als Deutsch-Österreich wir selber bezeichnet haben. Man hat das nicht anerkannt. Daher ist eine Lehre, wenn eine Stadt gegründet wird, schaut man schnell, dass er anerkannt wird. Wir haben bei uns das Problem gehabt, mit Deutsch-Österreich, dass nicht anerkannt wurde. Daher auch dann ganz locker in Saint-Germain eliminiert werden konnte, mit einem Staatsbürger. Wir haben dasselbe Thema beim Staat SRS, nicht beim Königreich.
Also beim Staat der Slowenen, Kroaten und Serben in dieser Reihenfolge. Später heißt es der Serben, Kroaten und Slowenen. Am Anfang heißt es der Slowenen, Kroaten und Serben mit zwei Hauptstädten Leipzig und Prag. Wurde nicht anerkannt, die Serben wurden es durchschluckt. Ende 1918. Und es wurde das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Und so könnte man jetzt Beispiele weiter. Es ist ganz wichtig, dass ein Staat anerkannt wird. Österreich, Deutschland wurde nicht anerkannt. Dann haben wir die Republik Österreich mit dem Staatsvertrag von 1919 von Saint-Germain, also Pariser Vertrag, wie viele andere auch. Dieser Staatsvertrag von, oder Friedensvertrag, wie immer Sie wollen, von 1919, sieht dann die Republik Österreich vor, so in den Grenzen, wie wir sie kennen, ausgenommen die Frage Oldenburg und ausgenommen die Frage Südkern, wo es Volksabstimmungen gegeben hat. Sie wissen, in Oldenburg haben die Ungarn Spindel, das ist selber auch zugeben, aber Tempe Passate und in Kärnten war es ja ungefähr 60-40 für den Vergleich bei Österreich. Also, das waren noch strittige Fragen. Aber dann waren die Grenzen, wie wir sie heute kennen, fixiert. Und diese Grenzen, das muss man auch sagen, sind zur Hälfte neu. Die Hälfte der österreichischen Grenzen sind 1919 neu gezogen, beziehungsweise 20 dann in Mitte der Forschung. Neue Grenzen. Ich werde auch darauf kommen, was das heißt für Wirtschaft, für Denker, für Verkehr und so weiter und so fort. Also, das ist die Republik Österreich. Dann haben wir 1933 diese Geschäftsordnungskrise des Parlaments, die Dollfuss ausnützt, um autoritär zu regieren. Und das macht er in dieser Form bis zum 30. April 1934. Am 30. April 1934 schafft sich das Rumpfparlament selber ab. Das ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte, wo die ganzen Parlamentarier, die es noch gibt, die anderen sind schon nicht mehr, weil sie eingesperrt sind oder sonst nicht mehr handlungsfähig sind, weil man sie politisch verfolgt hat, sind zusammengekommen und haben sich selber abgeschafft. Aber sie haben zuvor alle Notverordnungen zu Gesetzen erklärt, damit alles seine Richtigkeit hat. Ja? Und am 1. Mai, am Tag darauf, kommt der neue Staat. Mit der Mai-Verfassung 1934, der sogenannte Ständestaat. Jetzt lange Diskussion, nennen wir denn das? Ich sage immer nur Ständestaat, weil er sich selber so bezeichnet hat. Aber wir haben auch durchaus den Begriff Kanzlerdiktatur. Umstrittener Begriff, aber den gibt es auch. Austrofaschismus, austrofaschistisches Regime. Ich bin kein Freund von diesem Begriff, aber auch der existiert, ist vor allem von der Linken wird er gebraucht. Der andere Begriff, Systemzeit, ist Gott sei Dank verschwunden. Ja. Dann haben wir 1938, Einmarsch der deutschen Wehrmacht, Anschluss. Dieser Anschluss 1938 bringt Österreich in ein großdeutsches Reich oder in das jetzt so bezeichnete großdeutsche Reich. Österreich ist ein Teil dieser Großraumwirtschaft auch geworden, dieses großdeutschen Reiches. Österreich wird eingegliedert, nicht angeschlossen, sondern eingegliedert. Das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied deshalb, weil die reichsdeutschen Gesetze über unten werden jetzt auf Österreich. Das heißt, sukzessive werden die reichsdeutschen Gesetze bei uns gesetzt. Da gibt es jetzt nicht, dass man sagt, jetzt wird etwas Österreich-Spezifisches gedacht. Nein, alles wird verbunden, eingegliedert, so wie die DDR praktisch in die Bundesrepublik. Das kann man sehr gut vergleichen. Ja? Angeschlossen ist etwas anderes. Angeschlossen wird zum Beispiel die Untersteiermark 1941. Das oder Oberkrain bis Laibach 1941 an, das ist Anschluss. Da gibt es eine Zivilverwaltung, da gibt es eigene Gesetze und so weiter und so fort. Das will ich jetzt gar nicht länger eingehen. Also eingegliedert. Es gibt keine österreichische, nicht einmal eine militärische Einheit mehr, die österreichisch ist. Gibt es nicht mehr. Der Name verschwindet, das ist eh bekannt, wird zu Ostmark, dann wird es zu Reichsdauer der Ostmark. Und weil das immer noch zu sehr von Österreich klingt, wird es auch 43 Alpen oder 42 schon Alpen und Donau-Reichsdauer. Und das ist es bis 1945. Österreich ist also nicht auf der Landkarte, auf der politischen Landkarte der Welt mehr.
Das heißt aber nicht, dass wir nicht existiert haben. Die Kirche, die Amtskirche, aber dort, greife ich jetzt vor, möchte ich nicht tun, hat das Sonder, ist das Sonder, ich tue mir gar nichts, aber doch. Und dann 1945, ja, was machen wir denn? Ich gehe jetzt nicht auf die Planungen ein, etwa 1942 noch der Sozialdemokratie im Untergrund. Die sagen, Österreich sollte ein deutscher Reich bleiben, weil man einfach hier auch aus parteipolitischer Sicht wusste, da wird man Mehrheit haben, oder gehofft hat, da wird man Mehrheit haben. Die Planungen gibt es alle, die sind 43 Makulatur. 1943 mit der Moskauer Deklaration sind die Makulatur. Auch die Planungen der Briten, beispielsweise einer Donaukonföderation, Bayern und Österreich zusammen, oder Ungarn und Österreich zusammen und so weiter, das ist Makulatur. Ab 43, ab 31. Oktober 43, das sind heuer 75 Jahre, ist das Makulatur. Und dann 1945, was machen wir jetzt für einen Staat? Tun wir uns quasi anlehnen an das, was vor 38 war? Das wohl nicht. An was lehnen wir uns denn an? Also, man sagt, da liegt die Verfassung von, die Kelsen-Verfassung in der Novelle von 1929 her und sagt, das ist jetzt unsere Verfassung. Mit den Überleitungsgesetzen und mit, auch mit Einspreizung der nationalsozialistischen Gesetze, beispielsweise die Garagenordnungen und solche Sorgen, andere Sorgen für Kinderbeihilfe und, ja, gibt es vieles, was übernommen wurde, dann umformuliert wurde, aber es ist noch einiges an Restbeständen vorhanden gewesen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, möchte es nur sagen, dann auf 45 weg haben wir eben diese Zweite Republik, in der wir leben. Das muss man den jungen Menschen schon sagen, dass man vier Staaten hat praktisch. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Jetzt nicht